neuen Projekt namens Ark. Yay. Yay! Mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Schildklöte ist dabei, aka FlyingKernels TV. Hallo. Mighty. Hallo. Und ja, der Spot LP. Moin Moin. Nice. Wie gesagt, wir stehen alle unten in der Beschreibung. Haut auf jeden Fall. Haut einen Blick vorbei. Leute. Ich kann nicht mehr laufen. Ich bin so gut wie kurz vorm Tod. Ja, das heißt, du gehst jetzt zu den wunderschönen Buschen und klaust dir mal ein paar Beeren von denen. Knabber dir ein bisschen am grünen Zeug, ja. Richtig, aber keine Narco-Berries und keine Stim-Berries. Ja, sonst kannst du alles essen. Ja, ich würde sagen, ich ertrage das hier nicht mehr ohne Narkose-Beeren. Ey, will ich schon gleich abschießen. Ja, erstmal zudröhnen. Oh, ich glaube, ich habe eine Narco-Berries. Ich bin in der nächsten Folge zurück, ich dröhne mich erstmal weg hier. Erstmal ein paar Narco-Berries in die Wehen spritzen. Ich hab gehört, wir wollen jetzt den Parasaurus mal mit unseren Fäusten ein bisschen ausnocken. Kommt ihr her? Ich hab gehört, ich pump mich jetzt erstmal richtig zu und dann. Ja, komm mal schnell her, sonst läuft er noch uns davon. Aber wir müssen da alle ziemlich schnell, weil wir haben halt noch nichts so. Einfach ja, mal. Ziemlich schnell, dann müssen wir für Rennen. Für Rennen brauchen wir Essen. Ja, das passt schon, Jungs. Wo ist er denn hin? Das ja, hier, das ist ja den grünen Namen, der ein bisschen abseits von euch gelaufen ist. Oh, ach, da hinterher sehen. Tja, also viel Spaß. Ihr macht das schon, ne? Ich kann nicht mehr rennen. Naja. Guck mal, jetzt ist er gerade so ein bisschen. Ja, go. Mir scheißegal. Bam. So, ich bin's gesetzt. Er rennt genau falsch. Okay, bleib so. Nein, bleib so. Nice. Nice, den killen wir erst für Fleisch. Nein. Doch. Den tamen wir. Schon Tau geschlagen. Den tamen wir. Da können wir die ganzen Bären und so drin lagern. Oh, wie du willst. Also würde ich jetzt so sagen, mein Gott, das ist ja... Ne? Okay, ich kann mich sowieso nicht mehr retten. Ich packe einfach alles in den Typen rein hier. Ach Quatsch, als ob du dich nicht retten kannst. Also einfach mit ein paar mehr Bären aufsammeln und dann... Ich bin auch kurz vorm Verhungern. Oh, Level up. Blindwood, geht am Anfang mal... Achso, bisschen... kann ich jetzt einfach meine Bären bei dem reinpacken? Ja, genau. Alles. Ja. Tindos, Stimbos. Oh, ist noch ein bisschen dunkel ist es noch. Wollen wir eigentlich mal eben erzählen, was für Modifikationen wir gemacht haben und das überlasse ich was dir. Wir hier machen wollen überhaupt. Irgendwie wir insgesamt haben über das Projekt reden. Ja. Das überlasse ich dir, wie gesagt. Erzähl, ich habe keine Ahnung. Ja, also wir haben auf jeden Fall XP erhalten und das Dreifache hochgestellt, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Insgesamt so die wichtigeren Sachen, die sind ja erst später interessant. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das sagen sollte. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich jetzt sagen wollte. Wir wollen etwas schneller auf den Endgame-Content zu. Richtig. Und Taming Speed haben wir momentan 7-mal so schnell, glaube ich, eingestellt. Heißt, dass wir auch nicht bei einem Track zum Beispiel 3 Stunden drin sitzen, bis wir den gezähmt haben und dass wir dann aus, keine Ahnung, 12 Parts machen, um einen Track zu sehen. Deshalb haben wir das insgesamt ein bisschen hochgestellt, also flamet uns nicht dafür, wenn ihr flamet. Ciao. Ciao. Tschüss. So, ich lerne dann jetzt auf jeden Fall mal eine Axt und einen Speer. Wir haben alles auf, hoch, also du kannst erstmal so die Grundressourcen sollte jeder lernen. Naja. I am starving. Nicht. Wir haben immer ein paar Bären. Okay, nee, ich sollte auf keinen Fall gegen die Bäume hauen. Am Anfang musst du ein bisschen gegen die Bäume hauen, einfach um ein bisschen Holz zu kriegen. Ja, aber bis jetzt geht's noch nicht, weil 3 Schläge oder so, ich bin tot. Okay. Ja, musst du erstmal ein bisschen essen, damit du regenerieren kannst. Ja, ich schon. Bin schon dabei. Wir haben halt einfach ein bisschen schon mal vorher angefangen rumzudödeln und haben uns dadurch so ein bisschen selber ins eigene Fleisch geschossen, weil wir alle ziemlich stark am Verhungern sind doch. Ja, wir mussten uns ja gegenseitig finden, also. Und solange wir zusammen in einem Team sind. Ja, übrigens mein Charakter. Oh Gott, deswegen hab ich mich gerade erschrocken. Bin ich aber auch. Also muss ich sagen, ich bin der Unerfahren, ich habe noch nie einen Dino gezähmt, deswegen bin ich jetzt völlig überrascht, dass das Ding auftaucht. Ja, das ist jetzt hier. Er heißt jetzt Packesel. Packesel, okay. Oh, das ist ja schön. Da so. Ist was ach ja, stimmt, man kann ja so pfeifen. Inventar. Ich wäre immer noch dafür, dass wir den töten. Warum?
Wir können lieber den Schreck da töten. Einfach aus Prinzip. Er war von Anfang an dabei und er muss irgendwie belohnt werden. Mit zärtlichen Schlägen meiner Seite. Mit meinen T-Rex-Ärmchen. Nice. Die fortgeschritten sind. Hier ist noch ein anderer Parasaurus, Level 40. Okay, der braucht vielleicht ein paar zu viele Hits. So, ich mache uns dann gleich ein Lagerfeuer. Ist das unser hier? Ne, das ist ein Wilder. Hier ist das ist der Level 40, ja. Ja, den müssten wir vielleicht schlachten, denn irgendwie, also ich bin auch stark am Verhungern. Stark am Starren. Wir müssten irgendwie ein paar Dodos schlachten und ein Lagerfeuer bauen. Das wäre jetzt so das Optimalste, glaube ich. Oh Gott, genau. Oh Gott, ich bin kurz am Sterben mal wieder. Das ist der Packesel, okay. Naja, der Packesel, da kann man erstmal so sich alles rein. Ich kann kurz laut werden. Anstatt, dass du dich dann mutest. Naja, aber es ist mir jetzt scheißegal. Also, Hashtag Ego. Okay. Ja. Ich skill am Anfang, glaube ich, mal ein bisschen auf Stamina. Ich sehe gerade gar nichts. Ich hab erstmal Leben und auch Stamina trainiert. So. Ein paar Beeren pflücken hier. Machen wir denn da was? Wir brauchen echt besseres Essen. Ja, das ist ja am Anfang immer so der Struggle. In welche Richtung habt ihr denn gelernt? In den Kram? Sag mal, der Twig, der streckt seinen Arsch in mein Gesicht und fängt auf einmal zu. Oder habt ihr da noch gar nichts gemacht in dieser Richtung? Was haben wir? Mit den Engrammen, die man lernen kann, habt ihr da irgendwie eine Richtung? Achso, kannst halt im Endeffekt ziemlich viel lernen. Du musst halt die so Sachen wie eine Axt oder ein Speer, so, das musst du alles lernen. Die muss jeder lernen, die kann man nicht irgendwie einer lernen. Einer lernen, aber wenn du jetzt auf der Jagd bist zum Beispiel, ein Speer geht kaputt, dann kannst du dir lieber einen schnell craften, bevor der andere zurückrennen muss. Alles klar. Wir haben ja Leveln hochgestellt, deswegen sollte das kein Problem sein. Ich werde jetzt auch auf jeden Fall jetzt eben schnell Speed-Leveln machen. Heißt, ich sammle jetzt erst Fiber, Thatch, Wood und dann baue ich ganz viele Thatch-Foundations, reiße ab, platziere sie neu und pro Bauen kriegt man eben viel XP dazu und dann bin ich auch ganz fix Level 10. Oh, ich hab den Parasaurus also angegriffen. Tschüss. Also ich mache Speed-Leveln. Ja, das wäre wahrscheinlich für die erste Zeit auf jeden Fall am sinnvollsten. Aber ich mache jetzt kurz mal 3 Speere und versuche mal irgendwo mal ein bisschen Fleisch ranzukriegen. Ich glaube, mein Spiel kann noch mal Lautstärke noch ein bisschen. Ich sammle erstmal Bären und versuche mich irgendwie mal ein bisschen hochzuheilen. Das glaube ich am sinnvollsten für mich derzeit. Ja, bei mir ist auch gerade ein bisschen Fressen sammeln. Ja, wie gesagt. Sache Gestrüpp sammle hier. Ja, unser Tribe heißt die Flottensteine. Wegen Steinzeit. Was ja hier echt. Fantasie spielen lassen. Oh, Parasaurus Level 65, der wird zu lange dauern, den zu töten. Wir sind auch keine Dodos oder so am Strand, ne? Das ist. Bisschen weiter unten normal, oder? Also. Eigentlich sind es halt Dodos sind ja überall. Strandbereich. Ach so, okay. Die Urzeithühner. Oh, was ist das denn? Ein Petty. Was auch immer das sein soll. Ja, der ist erstmal friedlich. Glaube ich. Gut. Ja, der ist auch friedlich, aber ich glaube, der tut halt ordentlich weh. Ja, der Dings, der kann halt einen ziemlich krass narkotisieren mit seinen Auto-Attacks sozusagen. Oh, mein Freund. Und dann kippst du halt um und dann tötet er dich. Schön. Ja, was ich leider schon festgestellt habe, es gibt auch die ganzen Chihuahua-Dinos. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind so kleine Fußhupen-Dinos. Ach ja, diese, T-Rex. Ja. So eine ganz Mini-Version. Diese aggressiven aber, oder? Ja, richtig. Die sind dann irgendwann im hohen Gras und kriege ich Schaden. Ich check nicht von was. Also davon werde ich auf jeden Fall zu Anfang noch ein paar Mal sterben. Das sag ich jetzt schon. Nice. Das ist natürlich sehr gute Voraussetzung. Gut, wir sind bereit. Wenn ihr wollt, könntet euch mal jeder mal so 2-3 Speere craften und dann könnten wir mal so einen Trike töten. Würde ich gerne machen. Mach ich auch gleich, kleiner Weg. Irgendwo jetzt ein paar Dodos suchen. Ist das unser Packesel? Ja, ich seh's. Bei Dodos finde ich halt irgendwie keine, von daher würde ich einfach sagen, dass wir. Habt ihr einfach alles in den Dino reingepackt? Ist das richtig? Du kannst ja ziemlich alles reinpacken, ja. Welches Level hat der Trike hier? Level 31, ja, das könnte ein bisschen dauern, aber den sollten wir endlich tot kriegen. Okay, dann muss ich noch ein bisschen Holz holen.
Oder den Patschi können wir auch töten, einen von beiden. Auch dass wir mal ein bisschen Fleisch und auch ein bisschen Leder bekommen, das wäre ganz gut. So. Holz, 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 Holz! Muss auch mein Spiel ein bisschen leiser noch machen. Kriege ich eigentlich Parallelerfahrung, wenn ihr Erfahrung kriegt? Ja. Ja, ja, genau. Das ist der Vorteil von dem Tribe. Oh, muss ich nicht mal als hier XP reintröpfle. Immer halt, ich glaube, ich weiß nicht, 25% oder so davon. Okay. Ich weiß nicht, wie viel das genau jetzt ist. Ist auch eigentlich nicht wichtig. Oder war das Lag? Ja, hat gerade kurz geruckelt. Ich dachte schon, ich spiele ein bisschen ein. So, noch ein bisschen Stamina, 150 mache ich und dann. Kann es tatsächlich die Foundations einfach auf eine andere wieder setzen, dann baut die sich automatisch wieder ab. Wie jetzt? Level-System Felix, Felix Duff-Style. Ja, das Problem ist, dann kriegt man aber nicht die Ressourcen wieder. Doch, doch. Auch? Ja, ja. Okay. Das ist ganz praktisch. Ach, das macht ihr gerade, stehen gerade das Zeug durch die Gegend. Nee, nee. Seid ihr hier gerade irgendwie in der Nähe? Dann könnten. Habt ihr. Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Habt ihr Speere? Weil dann könnten. Nee, mach ich nicht. Ich hab keine Speere. Nee, ich hab. Okay. Dann mach ich nochmal welche. Das wäre super. Flint brauche ich dafür, alles klar. Alles klar. Ah, es kommt ein Stein, gib mir Flint. Ach, da steht ja auch die flotten Steine. Ja, ja. Wir sind richtig flott. Und Steine. Und Steine. So, dann brauche ich nochmal 6 Speere hier. Dann Level up. Level up. Ich würde aber auch sagen, wir müssen möglichst schnell für Kleidung sorgen. Mit Kleidung friert man weniger, mit weniger Frieren hungert man weniger. Das stimmt, ist sogar relativ kalt hier tatsächlich. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, das ist immer wenn man nackt ist, dass man friert. Das ist so. So ein Grundproblem, Mensch. Ja, also seid ihr schon mal nackt nach draußen gegangen? Das ist immer auch schnell kalt, also, wenn man da nur sein kleines Baumwollhöschen trägt. Ja, das stimmt. Nein, da wollte ich jetzt den Schweißschutz. Benutze die Axt. Und mach das schon mal ein bisschen. So, ich habe jetzt genug Speere wahrscheinlich, um den zu dass wir den töten können. Ja, ich habe erstmal 3. Also ein paar mehr machen. Ja, ich habe 9 Stück, das sollte reichen. Ja, ja. Ich kann auch noch welche abdrücken. Hier ist auch eine Schildkröte. Ja, ich muss schon am Verhungern. Wir können hier relativ viel töten tatsächlich. Ich bin auch gerade wieder am Verhungern und ich hatte gerade ordentlich Bären gesammelt. Okay, hier komm, ich pack mal. Pack mal welche in den Dings hier. Oh oh. Ich verhungere gerade. Mann, Jungs. Welche darf ich nicht essen eigentlich? Eigentlich kannst du alle essen, außer die schwarzen und die weißen. Also die weißen. Narcoberries und Stimberries darfst und du nicht essen. Und die Meobären kann ich auch essen. Ja, ja. Einfach gönn dir. Alle Bären und außer Narco und Stim. Von Stim verdurstest du ganz schön schnell und von Narcoberries gibt's einfach um dir so ohnmächtig. Mm. Nicht so interessant. Und mein Hund fängt schon wieder an zu bellen. Das wäre jetzt im Spiel. Nee. Lass mal erstmal die Türen abschießen. Warum läuft der Dino denn einfach weiter? So, welcher Dino? Ja, hier ist gerade so ein Dino. Achso, oh, der läuft einfach vor mir weg. Ja, weiß warum. Alles weg. Ich brauch's doch. Er ist jetzt schon am Jagen und ich hab nicht mal hier einen scheiß Speer. Ja, ich hab im Packesel hab ich was drin. Also ganz wenig. Wie viele darf jeder? Ja, ich würde sagen, also ich hab jetzt so gemacht, dass ihr beide. Also ich hab jetzt 6. Ja, ich hab jetzt so gemacht, dass ihr beide 3 haben könnt, ihr die noch keine gecraftet habt. Hat einer von euch schon Lagerfeuer? Also ich kann gleich eins machen. Ich könnte eins machen, okay. Ja, dann. Ich mach schnell eins. Ja, dann machen wir schnell eins, dass wir dann. Und gleich das Fleisch dann brennen können. Momentan sich ziemlich wenig rausbekommen. Dass ich hab lauter Samen bekommen, ich schmeiß mal alles in den Dino rein. Ja, die Samen, die Seeds kannst du rein theoretisch auch alle essen. Ja, was war das denn? So, Narco, Fiber.
Eiber sammeln. Ah, ich sterbe gleich. Schon wieder. Willst du wissen? So, wohin? Wo soll ich das mal hinmachen? Einfach hier hinpacken? Ja, ja, einfach weiter. Und Feuer an. Ja, der Patschi scheint ein bisschen fest zu backen. Problem ist, dass wir wenn wir einen Schweig hier angreifen, kommt der zweite dazu. Greift er uns gerade schon an? Nee. Das hörst du, dann geht die Musik los. Achso, das ist ja ein Schildkröte. Da kann man nicht zustimmen. Also ich habe jetzt hier drei Speere genommen, ne? So, ich habe euch schon mal hier ein paar Klamotten gemacht. Zieh ich mal in den Packesel. Jetzt haben wir schon wieder so. Beere. Gerne. Also Bär nochmal essen, die ich hier so hab. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal dran. Hier ist ein Level 4er Schweig direkt beim Feuer. Das wäre jetzt perfekt, wenn wir alle so drauf gehen können. Was ist denn hier? Hier ist was Zweibeiniges. Seid ihr da? Okay, wunderbar. 3, 2, 1, so. Ah, hab schon angefangen. Gott. Oh Gott, mein erster Speer ist gebrochen und ich bin schon halb. Ihr müsst schlagen. Wo kommt der denn her? Achso, das ist unser. Ah ja, warte, der Kakese hilft uns. Okay, nice. Mit der Spitzhacke oder mit der Axt nächstes Mal abarbeiten? Weil Speer ist ineffizient. Ja, ja. Wo ist er denn? Bitte? Hast du schon verarbeitet? Ja, schon alles rausgenommen hier. Ich dachte gerade, immer noch hier noch. Ich hab Klamotten unten reingepackt. Jeder kann sich schon mal einen Hut nehmen. Zwei Leute können sich ein Cloth-Shirt nehmen. Ja, ich hab schon ein Shirt und Hut. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach gleich weiter. Bei meinem Charakter ist der Vorteil, warum bist du gestorben? Sehr viele Materialien. Wahrscheinlich, weil ich verhungert bin, ich bin mir sicher, ich bin vermutet oder so. Ich begebe mich schnell zum Weg wieder. Oh nein, das sind so kleine Mini-Viecher, von denen du vorhin erzählt hast. Oh nö. Fußtröten. Ja, ja, und hier ist ein Dodo. Ach nö. Aber wo bin ich denn? Map. Ja. Pack mal deine Sachen in den Dings rein. Oh, danke. Aber ich bin jetzt hungrig geworden nach Dings, ne? Wir müssen jetzt mal hier weiter töten. Mhm. Wer sind da noch? Da ist noch eine Schildkröte. Ja, die Schildkröte hat ein paar Level tatsächlich sogar. Ich würde fast sagen, der Patschi scheint jetzt ziemlich gebackt zu sein. Den könnten wir rein theoretisch töten. Warum bist du das? Okay, ich bin bei dir, ja. Wenn der Felix da auch noch mitkommt. Ja, klar. Und musst du mich erstmal gut zudröhnen. Stell dir gute Narkotis rein. Okay. Oh, Angriff, Opfer. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ah ja, habe ich gerade noch. Feuer ist lose, Vorsicht. Okay. Okay. Nee, stopp, nicht mehr mit dem Speer. Ich glaube, mit der Spitzhacke, ja, mit der Spitzhacke war Fleisch abbauen. Ja. Okay, warte noch, hier ist noch vielleicht ein hier, Dead-Dings hier, du kannst gleich. Das ist gleich nochmal hier zwei Speere von mir, hier, die liegen da. Dankeschön. Und dann töten wir gleich nochmal den Shrike hier, der hängt mir nicht hier irgendwie auf. Hast du die? Habt ihr meine Leiche gelootet oder? Ja, die Sachen sind im Patchy drin, ein paar Gäse da. Okay, ja, warte noch kurz, wir können auch hier kurz den Shrike töten zusammen. Achso. Seid ihr wieder bereit? Jo, sofort. Oh, er geht sofort drauf. Au. Ja. Ah, das hat gerade ziemlich viel Schaden bekommen. Wow. Oh, fuck. Okay. Oh, das tut weh. Ja, der macht mehr Schaden, als ich gedacht habe. Ja, man sollte nicht von vorne angreifen, sondern von hinten. Ja, ich hab von der Seite. Gerade richtig in den Schwanz rein. Ich hab von der Seite angegriffen, aber es hat nicht so geholfen, weil der Akku auf mich war. Ja, wo bin ich denn gespawnt? Ach, du Heilige, bin ich weit weg von euch. Oh nein. Oh nein, er ist frei. Oh oh, er ist mythisch. Er rennt weg, er rennt weg. Er hinterher, er ist low life. Hab ihn, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Ja, jetzt ist er tot. Er ist tot, er ist tot. Achso, okay. I'm singing in the rain. So. Da kommen so ein paar Steine auf dem Weg mit und Bären. Oh Gott, ein Krokodil. Nein. Achso, bei dir da hinten. Naja. Warte, ich laufe in die falsche Richtung. Ich bin tot. Das Krokodil tötet mich. Ich
Schon wieder? Was ist da los mit dir hier? Was ist denn los? Ja, ich hab dir gesagt, du sollst nicht in den Mund reinkriechen. Ja, ich hab keine Tricks. Ja, hab den Krokodil beim ersten Bissen nicht gesehen, sozusagen, und dann. So, wer braucht noch was an Kleidung? War Ende für mich. Also ich hab jetzt T-Shirt und eine Mütze. Oh, ich bin irgendwie falsch gespawnt. Du hast ein T-Shirt und eine Mütze, dann brauchst du noch eine Hose und einen Pullover, ne? Ja, da liegt einer rum, was ist da los mit dem? Wir müssen nochmal meine Leiche. Hab ich schon. Okay. Was? So, ja, hier erstmal eine Hose für dich. Bin falsch gespawnt. Liegt hier vor Packesel. Hier, so, komm. Rechts. Komm, du Bronto, töte. Rechts. Rechts. Ja! Die haben ihr Ziel erreicht. So, ja, ich bin falsch gespawnt. Nice. Erstmal ein Boxduell mit Brontosaurus machen. Ah, ich hab auch Fleisch, soll ich vielleicht mal braten, ne? Hier, warte. Hätte ich gesagt, ich hab momentan so viele Projekte auf YouTube, ich weiß gar nicht, was ich dafür ersetzen soll. Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt, Minecraft rauszuschmeißen. Minecraft, oh mein Gott. Nee, das geht nicht, Jungs. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ja, ich reduziere das aber auch ein bisschen alles bei mir. Aber wir wissen halt noch nicht, wie oft wir das Ganze hier drehen. Da, ihr werdet's ja sehen, was wir. Ja. Das werden wir uns besprechen. Uns besprechen, ich gut Deutsch. Besprechen, du dich willst? Ja, ja. Kann sein, dass ich zwei Dilos zu uns mit hinnehme. Jetzt bin ich, glaube ich, ziemlich richtig gelaufen. Ich habe ja noch nicht sehr viele Viewer, aber hauptsächlich wird bei mir Far Cry geguckt. Far Cry Primal. Bei mir CSGO. Das ist am meisten bei mir. Welches Rank bist du? Ich gucke alles, was ich bringe. Welches Rank bist du da? Ich bin jetzt der AK1, vorhin also ein Rang höher gewesen. Weißt du, wir können zusammen zocken, ich bin Doppel-AK. Nice. Ich hab sogar ein wertvolles Inventar und da kann ich meine dicken Eier beweisen damit. Guter Mann. So, ich hab unser Packesel. So, ich level mal das Gewicht von ihm hoch. 1000 Euro wert. Das ist irgendwie allen egal. Ja. Das ist allen egal. Das muss. Weiß. Ja, ich pack jetzt gleich meine Hole raus und dann schieße ich dich erstmal ab. Alles klar. Mach AMK. Doch. Ich rasier dich mit M4. So. Ich kann leider coole Sachen lernen, was brauche ich denn? Ein Dach. Ja, haben wir irgendwie Leder? Nee, war. Ein bisschen haben wir, glaube ich. Nee, wir haben gar keins mehr. Doch, da, Hide. Wo? Oh, da. Nehme ich mal ganz kurz. Ich kann hier zu schnell lernen, wenn ihr beim Zusammenspielen. Das ist ja wie freie Auswahl. Ja, nix. Ja, wir müssen uns ein bisschen halt. Also ich mache so ein bisschen Stamina, habe ich jetzt ja gemacht. Jetzt mache ich ein bisschen Leben und ein bisschen Gewicht und dann. Und dann relativ. Ja. Weiß ich noch gar nicht, was ich dann alles unbedingt machen möchte. Jo, smash die Buttons. Smash sie richtig. Was war das? Soll die Buttons smashen. So, was brauchst du noch an Klamotten? Ich brauche noch Handschuhe und Schuhe. Handschuhe. Ja, ich brauche. Was fehlt mir jetzt? Ich könnte mal. Für Handschuhe, da fehlen mir noch 4 Hide. Kann mir jemand Hide geben? Ne, wir haben, glaube ich, keinen Hide. Ne, der einzige Stab, ich in der Packesel vorhin gebracht. Ach doch, hier ist Hide, okay. So, Handschuhe. Nur mache ich für mich selbst. Jo, ich mach mal einen auf XP-Farm durch Hüte craften. Ja, kurz 33 Hüte craften. Nice. Bringt aber kaum was, kannst du lieber Patch sammeln und dann Patch Foundations machen. Geht eigentlich so schlimm, ist das nicht. Es braucht noch jemand eine Hose. Nö. Hört? Nö. Nee. Gut. Ich hab schon Nein. Handschuhe. Ja. Ja. Einer lag in Packesel, ein paar Handschuhe, ja, und das zweite liegt jetzt auch da drin. Da ist er noch oben, 65 Parasaurus. Ja, die wären so schön, das ist ja ziemlich was, einfach. Nicht die Schildkröte haben wir, ach die Schildkröte ist down, okay. Da ist, ich reite mal auf hier. Ich fällt mit Holz.
Ja, ich mach auch gerade einen auf Holz. Oh, die wehrt sich. Da. Die wehrt sich. Mit dem Gebiss hat er den geärgert. Hat eigentlich immer noch das. Der ist vorzukillen. Macht ihr die jetzt gerade fertig oder? Nee, das hat ja eigentlich schon fast gekillt. Wir machen Turtle-Wichsen. Okay. Wir wichsen die immer so. Wir besamen die von verschiedenen Seiten. Das sind wir wieder hier. Ja. Beim Thema. Okay, nein, nicht töten, nicht töten, nicht töten, ich will die haben, ich will die haben. Du bist ein Arsch. Dann darfst du die halt nicht mit dem Speer bearbeiten, dann musst du die mit der Faust bearbeiten. Die war ja gerade noch in der Sekunde betäuben. Ja, hast du raufgeschlagen und dann war sie tot. Aha. Wow, was ist jetzt passiert? Lag. Oh nein. So. Sag mein Fleisch mal auf den Grill packen. Jo, ich hab mir mal einen neuen rausgenommen. Ich seh nichts. Ey, Fleisch. Der ist auch braten. Ja, jetzt läuft's doch mit der Fleischproduktion hier. Kack. Nicht mal Wasser trinken. Das ist ziemlich einfach. Einfach nur das Wasser drauf und E drücken. So. Ja. Oder bin ich. Ich konnte doch mit einer einfachen Taste die Sache reparieren, oder? In meinem Inventar. Ja, du kannst sie einfach auf Reparieren drücken. Einmal draufklicken und Repair. Oder wenn du Sonnenleiste hast, die Nummer drücken. Nee, eben nicht. Aber ich vielleicht hab ich auch... ich habe auch kein Flint dabei, okay. Wieso machst du so viel... Was? Hüte für die Erfahrung. Achso. Ich wollte gerade sagen, ey. Rohschattmetall. Warum machst du ein Schild? warte mal. Haben wir hier noch irgendwie... Dinos in der Nähe, die man töten kann. Ich will unbedingt nochmal sterben. Aha. Ah, ich glaube, ich sollte was essen. Ah, mir fehlt Fiber für Speere. Irgendwann, wenn wir mal diese Position verlassen und das Schild wieder finden, dann wissen wir, hier war unsere alte Basis. Felix darf der T-Rex King. Ah, das ist klar. Ja, läuft bei dem. Es ist hier irgendwie ein Flugzeug mit Vorräten abgestürzt oder was ist das hier für eine Scheiße? Ja, ja. Wo denn? Achso, da. Wo sie 10 Millionen Hüte liegen. Ja. Ich würde schon sagen, dass da sind auf jeden Fall ein paar mehr abgestürzt. Ein paar mehr, vielleicht zwei Flugzeuge. Ja, so ein. Oh, ich hab mir jetzt überhaupt einen auf. Haben wir Zeit im Kopf? Ja, ja, ich hab. Zeitmäßig hab ich das im Kopf. Reingespritzt. Also, ich schmeiß mit einfach alles in den Dino rein. Ja, ja, ich auch. Wolltest also, du so ein Dino nicht abfüllen? Der braucht's doch. Guck mal, wie er da steht. Ja, ich weiß. Bietet sich so leicht an, aber. Mein Schadachgefühle. Ja. Ist ein bisschen cray. Aber doch kein Parasaurus. Was für unhygienisch das ist. Ich benutze also, nicht mal Toilettenpapier. Das schicke ich da mal immer durchs Wasser vorher, also mach ich immer. Deswegen sind wir doch am Meer. Immer schön die. Bären. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir dann, wo wir, dass wir ein bisschen in Richtung der neuen Basis gehen, oder? Also unserer Basis. Ja. Auch schon mal. Weil da ist halt auch Wasser in der Nähe, so das ist alles nicht das Problem. Wir haben schon eine neue Basis. Also wir haben ja einen Ort, wo wir bauen wo wollen. Wir hin wollen, genau. Ach ja, das habe ich verpasst. Ihr habt davon erzählt, gell? Ja. Ich soll vielleicht als Zuhörer. Ich bin zu begeistert von der Umgebung. Haben wir sogar noch vor der Aufnahme gesagt. Ja, noch schlimmer. Was packt ihr denn da alles hin? Ah, das sind eure Hüte. Naja, irgendein Müll so. Ich würde sagen, dann können wir jetzt noch kurz alles ein bisschen zusammenpacken und dann ist auch die erste Folge vorbei. Jo, ich habe schon alles Wichtige weggepackt. So, ich packe mal den ganzen... ein bisschen das, was man selber tragen kann. Oh ne, der kann sogar noch laufen. Das ist natürlich alles perfekt. So. Da, nimm meine Steine. Hier herrscht alles. Schöne Fleisch. Dino. So. Ich würde sagen, dann war's das mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bei allen eine Wertung da. Ja. Und abonniert alle Kanäle. In der Videobeschreibung. Ja. Ich bin 100.000 Klicks. 100.000 Klicks, ja, bitte. Dann, ja, bitte. Ja, bitte, bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.